Jackie Chan ist eine absolute Größe im Filmgeschäft. Einer meiner persönlichen Lieblingsdarsteller, der eben vor allem in seinen, nennen wir es, goldenen Jahren absolut großartige Filme gedreht hat, der aber jetzt immer noch einige Filme dreht. Inwiefern der Begriff großartig auf diese anzuwenden ist, schwankt allerdings meistens zwischen Nein und überhaupt nicht hin und her. Trotzdem bleibe ich Jackie Chan auf jeden Fall treu und muss mir auch seine neuesten Werke immer wieder in die Sammlung holen, so eben jetzt auch The Night of Shadows, der von Splendid Film auch in einer limitierten Mediabook-Edition erschienen ist. Diese bietet meiner Meinung nach ein recht cooles Cover-Artwork, aber das schauen wir uns dann in Bälde an. Zuerst noch ein Blick auf diese J-Card, die eben auf dem Frontcover den Hinweis auf das limitierte Mediabook, danke, hätte ich sonst wirklich gar nicht mitbekommen, dass das ein Mediabook ist, und das große FSK-Logo bietet. Außerdem bekommen wir dann auf der Rückseite die Inhaltsangabe des Films, und ich weiß nicht wieso, wenn ich sehe, dass auf dem Backcover im ersten Satz der Film mit fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, verglichen wird, weiß ich nicht. Vor allem dann hier unten noch ein typischer Jackie Chan Film. Natürlich, absolut typisch. Wenn ich an Jackie Chan denke, dann denke ich an diesen Look von Jackie Chan, logischerweise, und an fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das passt auf jeden Fall absolut definitiv gar nicht. Aber wir bekommen offensichtlich mit diesem Film ein Fantasy-Epos. Juhu, auf das habe ich mich tatsächlich wirklich gar nicht gefreut. Finden dann auch noch die Informationen rund ums Bonusmaterial, die technischen Details und Cast- and Crew-Informationen. Schade, dass hier nicht auch gleich eine Lupe mitgeliefert wurde. Auf dem eigentlichen Mediabook können wir aber auf das dankenswerterweise verzichten. Bekommen ein Cover-Artwork, das mir eigentlich relativ gut gefällt. Wir finden hier offensichtlich die Romanvorlage von Chinese Ghost Tierwesen Story, mit eigentlich einem ziemlich coolen Schattenspiel mit dem quasi gigantischen Dämon, der über diesem Typen steht. So ein bisschen etwas hat dieses Design von klassischen Schattentheatern, beziehungsweise aber eben auch von diesen wie nennt man es, ausgeschnittenen Sachen. Finde ich eigentlich relativ cool gemacht. Auch der Filmtitel hier unten ganz dezent. Vor allem irgendwas hat dieses Cover-Artwork, das mir eigentlich ganz gut gefällt. Auf dem Spine vom Mediabook geht dieses Design nicht weiter. Wäre natürlich irgendwie eine geile Idee gewesen, dieses Buchdesign dann eben auch durchzuziehen bei dem ganzen Mediabook. Auf dem Backcover nehme ich einfach einmal an, der Originaltitel des Films. Das ist wirklich, wirklich, wirklich absolut uninspiriert und langweilig. Also ganz ehrlich, ein Mediabook hat, und das wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen, außer vielleicht in dem Fall den Designer bei Splendid, zwei Seiten, die man designen kann, für die man sich was, wie heißt das Wort? Ah ja, einfallen lassen kann. Das ist tatsächlich so eine Art Design, wo ich immer das Gefühl habe, dass drei Minuten vor Abgabetermin irgendjemand draufgekommen ist, so: Ach shit, das Teil hat ja auch noch eine Rückseite. Ja, dann machen wir halt schnell irgendwas übers Handy am Klo und klatschen da irgend noch ein paar Schriftzüge auf einen schwarzen Hintergrund. Nein, man wird wahrscheinlich aufgrund meiner letzten Aussage erkennen können, dass ich dieses Design und diese Art nicht ganz besonders leibend finde. Aber wir können jetzt einmal hineinschauen ins Mediabook. Da erwartet uns die Filmdisc. Da finde ich zum Beispiel die zwei verschiedenen Schriftzüge und Titelschriftzüge ganz in Ordnung. Auf der einen Seite die Blu-ray, auf der anderen Seite die DVD. Beide Discs eigentlich gleich gestaltet. Und are you freaking kidding me? Hat euch dieses Design offensichtlich so gut gefallen, dass ihr es nicht ein, sondern gleich zweimal verwenden müsst als absolut uninspirierter Abschluss für irgendein Backcover? Manchmal, wenn ich so etwas sehe, dann denke ich mir tatsächlich, das macht mir irgendjemand zu Fleiß. Das macht doch, das muss doch irgendjemand mit Absicht machen. Da muss doch irgendjemand in irgendeiner Designabteilung sitzen und sich denken, haha, heute ärgern wir den Zocki, Schüttrüdeldü. Weil das kann man nicht ernst meinen und gut finden.
Cool finde ich hingegen dann eher auf dem Frontcover vom Booklet, dass man hier eben eigentlich nicht genau das Frontcover vom Mediabook genommen hat, sondern nur ein bisschen einen Ausschnitt. Hat ein bisschen Variation, ganz im Gegensatz zu dem hier. Außerdem als Innenartwork eigentlich ein durchgehendes Motiv, das eben hier auf beiden Seiten vom Spiegel ist, das aber hier auf der rechten Seite eigentlich relativ langweilig ist, außer ihr findet Brücken unfasslich spannend. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt eher nicht unbedingt vorstellen. Das Einzige, was man sagen kann, wenn der hier nicht aufpasst und das Teil relativ in der Höhe ist, dann Brücke sehen oder sterben. Wir bekommen das Bild aber eigentlich in einem relativ netten Farblook, der auch ein bisschen zum Außendesign vom Mediabook passt. Können jetzt dann einen Blick ins Mediabook hineinwerfen. Da grinst Jackie Chan noch fröhlich, weil offensichtlich hat er zu dieser Zeit mein Video noch nicht gesehen. Außerdem bekommen wir ein eigentlich ganz nettes Design mit einigen Motiven. Wie war das? Ein typischer Jackie Chan-Film, wie wir ihn lieben und kennen, mit der Blumendämonin Breezy. Natürlich! Kam die nicht bis jetzt in jedem Jackie Chan-Film vor? Mit magischen Kräften, mit einer Ginseng-Doll? Natürlich! Ist doch absolut klar, dass so etwas ein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach ja, typischer Jackie Chan-Film, wie wir ihn lieben und kennen ist. Ich glaube ganz ehrlich schon, dass The Straits Times das gesagt hat. Ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen, dass sie das zu diesem Film gesagt haben. Ganz ehrlich, Gassi. Wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass zumindest ein Charakter in diesem Film nach Flatulenzen benannt ist. Und er heißt tatsächlich nach Furz. Hinterlässt er einen seiner übel riechenden Furze, fallen Feinde augenblicklich in Ohnmacht. Wir schauen weiter im Booklet, finden dann noch ein paar andere Artworks zu dem Film, wo wir offensichtlich Jackie und die Bohnenstange ebenfalls als Vorlage haben auf einem Filmplakat, das wahrscheinlich gefühlte 10 Meter lang ist, können noch einmal ganz kurz weinen um das, was offensichtlich ein typischer Jackie Chan-Film ist. Ja, natürlich, das ist genau das Erste, woran ich denke, wenn ich Jackie Fancy. Kennt ihr das Gefühl, wenn ein Schauspieler einen Film macht und man hat einfach nur aufgrund der Existenz dieses einen Films das erklärliche Bedürfnis, alle anderen DVDs mit Filmen dieses Darstellers im Garten auf einen Haufen zu werfen und anzuzünden? What the fuck is this? Aber ganz im Ernst, ja, ich kenne euch, ja, ich weiß, wie sehr ihr mich hasst und dass ihr von mir irgendwann einmal haben wollt, dass ich ein Review zu diesem Film mache und ja. Ja, ich werde mir The Night of Shadows in Bälde antun und euch dann hier ein Review liefern. Weil wenn der Film auch nur ansatzweise das liefert, was ich mir vorstelle, dann kann ich, glaube ich, meine Stimmbänder jetzt schon wegwerfen. Bist denn du tippst?